Weltanschauung hören, ein Zentrum Ökumene Podcast. Früher war die religiöse Welt überschaubarer. Gläubige waren ChristInnen, evangelisch oder katholisch, und sie lebten in der gleichen Region. Begegnung mit der anderen Konfession oder gar einem fremden Glauben waren selten. Heute ist das anders. Das Christentum ist vielfältiger. Neue Religionen kommen ins Land und viele haben mit dem Glauben gar nichts mehr am Hut. Manche sind unsicher, wenn sie dann doch unbekannten Religionen oder Weltanschauungen begegnen. Die Vielfalt ist spannend und bereichernd, aber nicht alles ist harmlos. Manches führt zu Konflikten und ist umstritten. Regelmäßig gibt Oliver Koch Einblicke und Orientierung in dieser unübersichtlichen Welt. Ja, herzlich willkommen. Heute geht es um die Religionsgemeinschaft Shinjeonji. Dieser Name hört sich für nicht-koreanisch sprechende Menschen wirklich etwas ungewöhnlich an. Und wir fragen deswegen in dieser Folge, was heißt eigentlich Shinjeonji? Worum geht es bei dieser Neureligion? Was glauben die Anhängerinnen und Anhänger eigentlich? Und tatsächlich, es gibt Menschen, die berichten, dass sie mit dieser Gruppe in Kontakt gekommen sind, ohne überhaupt zu wissen, dass Shinjeonji dahinter steht. Wie kommt es dazu? Stimmt es wirklich, dass Shinjeonji eine ganz besondere Missionierungstaktik anwendet, um einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen? Und schließlich fragen wir in dieser Podcast-Folge, was man tun kann, wenn man mit Shinjeonji in Kontakt gekommen ist. Ich bin Oliver Koch, evangelischer Pfarrer und Referent für Weltanschauungsfragen im Zentrum Ökumene der beiden evangelischen hessischen Landeskirchen. Und ich bin Evelyn Koch, Gemeindepfarrerin. Und ich stelle hier die Fragen. Sag mal, so ganz am Anfang, wie muss ich mir das denn ganz praktisch vorstellen, wenn du sagst, es gäbe Menschen, die bei Shinjeonji sind, aber davon gar nichts wissen? Wie soll das denn gehen? Ich kann doch nicht irgendwo hingehen und gar nicht wissen, wo ich bin. Das hört sich schon ein bisschen komisch an. Ja, da hast du recht. Das hört sich wirklich erstmal ziemlich seltsam an. Vielleicht erzähle ich einfach mal die Geschichte von Anna. Anna hat sich an mich gewendet, weil sie eine Beratung brauchte. Und dabei hat sie mir erzählt, wie sie selbst mit Shinjeonji damals in Kontakt gekommen ist. Also, Anna schlendert über die Zeil, schaut hier und schaut dort in die Läden. Bei Hugendubel bleibt sie etwas länger in der Religionsecke stehen und blättert in den Büchern. Neben ihr kommt auf einmal eine junge Frau an. Die ist sehr sympathisch, sie lächelt Anna an und sie fragt sie: Du, darf ich dich mal was fragen? Ich bin Studentin und ich muss ein Referat abgeben. Da geht es um ein Gleichnis aus der Bibel und ich bin echt unsicher, ob das so richtig ist. Kannst du da mal reinschauen, ob man das so versteht? Anna ist ja ein netter Mensch und sie freut sich und sie sagt zu und die beiden gehen in ein Café und sie unterhalten sich längere Zeit. Sie verabreden sich wieder. Diesmal kommt die junge Frau mit einem jungen Mann zu Anna nach Hause. Dort reden sie weiter über den Glauben und über alles Mögliche und auch darüber, dass der Frieden in der Welt ja so wichtig ist. Und dass es eine kleine Gruppe von jungen Leuten gibt, die sich treffen und deren Herz für Frieden und für die Bibel brennt. Das findet Anna ziemlich gut. Sie geht mit zu so einem Treffen und da sind die Leute alle total nett, alle jung und international und super engagiert. Sie fragt ein paar Mal nach, ob die Gruppe einen Namen hat oder ob es eine Internetseite gibt, wo die sich dann irgendwie vorstellen oder so. Oder warum auf dem Klingelschild draußen an der Tür überhaupt nichts steht. Einen Namen braucht man nicht, heißt es freundlich. Und zum Internetauftritt ist man auch noch nicht gekommen. Und ja, klar, den Hausmeister, den müsste man mal sagen, dass er was auf das Klingelschild draufschreiben soll. Aber der ist krank. Anna ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie in das ausgeklügelte Missionierungssystem einer sogenannten Fassadengemeinde von Shinjeonji geraten ist. Oha! Und Anna denkt, sie sei in einem harmlosen Bibelkurs, aber eigentlich steht da eine ganze Religionsgemeinschaft dahinter, die gar nicht sagt, wer sie ist? Jetzt wäre es natürlich schon interessant, mehr über diese Gruppe zu erfahren. Was bedeutet denn eigentlich dieser unaussprechliche Name Shinjeonji? Und wo kommt der her? Ja, also wenn man das ein paar Mal geübt hat, dann kann man das ganz gut aussprechen. Der Name Shinjeonji, der kommt tatsächlich aus dem Koreanischen und es heißt auf Deutsch übersetzt neuer Himmel und neue Erde. Diese Neureligion wurde in Südkorea von einem Menschen namens Man Hee-lee gegründet und ist seither international rasant gewachsen. Und es gibt sie ja anscheinend nicht nur in Korea, sondern auch in Deutschland. Und warum hast du mit Shinjeonji zu tun?
Ja, genau. Also Shincheonji gibt es auch in Deutschland und das Besondere und das Spezifikum bei Shincheonji ist, dass sie für die Missionierung und für die Außendarstellung vor allen Dingen sogenannte Fassadennamen oder Tarnnamen benutzen. Die sagen also nicht, das hier ist Shincheonji und diese Gemeinde, mit der wir hier missionieren oder mit der wir Werbung machen, irgendwie die gehört zu Shincheonji, sondern die nennen irgendwelche anderen Namen, eben sogenannte Tarnnamen. Zu Beginn des Kontaktes, das haben wir vorhin bei Anna, bei der Geschichte von Anna gehört, weiß man oftmals überhaupt nicht, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Das macht diese Neureligion auch so intransparent und das evoziert sehr schnell Probleme im privaten oder im sozialen Umfeld. Schwerpunkt und Hauptsitz dieser Gruppe in Deutschland sind Berlin und Frankfurt am Main, wo sie ebenfalls mit wechselnden Tarnnamen auftreten. Da heißen sie dann entweder Gemeinde im Licht oder Bible Center oder International Bible Group oder solche Geschichten. Shincheonji missioniert gezielt Mitglieder anderer Kirchen. Seither berichten vor allen Dingen Freikirchen, aber auch viele landeskirchliche, evangelische Gemeinden, aber auch katholische Gemeinden davon, dass sie Unterwanderungsaktivitäten wahrnehmen. Deshalb gibt es halt auch immer wieder Nachfragen von Menschen oder Institutionen, die verunsichert sind und nicht richtig wissen, was Shincheonji eigentlich ist. Okay, dann wäre es jetzt noch interessant, ein wenig darüber zu hören, wie Shincheonji gegründet wurde und von wem und was man eigentlich bei Shincheonji glaubt. Haben die eine eigene Theologie oder sowas? Ja, also der Glaube bzw. die Theologie von Shincheonji sind untrennbar mit einem Namen verbunden. Den haben wir vorhin schon gehört, das ist Manhe Li und der ist der Gründer von Shincheonji. Er wurde am 15. September 1931 geboren. Er sieht sich selbst als den verheißenen sogenannten Pastor der Endzeit, der das Volk Gottes sammelt, um es dann auf das Kommen Jesu vorzubereiten. Manhe Li zeigt sich ziemlich oft in der Öffentlichkeit mit einem weißen Anzug und hält dann in einer seiner Hände eine kleine Eisenstange, welche symbolisieren soll, dass er die Macht über alle Völker habe. Er bezeichnet sich selbst als körperlich unsterblich. In seinem Selbstverständnis beruft er sich auf verschiedene Stellen aus der Bibel, vor allen Dingen aus der Offenbarung des Johannes, also dem letzten Buch der Bibel. Weiterhin behauptet er, dass er alleine die Bibel richtig auslegen könne und begründet damit ein ziemlich umfangreiches System an Kursen, an Lernstoffen und Prüfungen, die die Mitglieder ablegen müssen. Manheli geht davon aus, und da kommen wir noch mal ein bisschen mehr zu dem Glaubenssystem, dass das 6000-jährige Werk Gottes zu vollenden sei. Und die Offenbarung, also gemeint sind vor allen Dingen die Verheißungen aus Offenbarung 2 und 3, durch ihn wortwörtlich erfüllt werden müssten. Die Mitglieder von Shincheonji sind dann davon überzeugt, einen neuen Himmel und eine neue Erde, also so wie dieser Name Shincheonji im Deutschen übersetzt heißt, zu errichten. Mit der Gründung von Shincheonji beginnt in ihren Augen die Zeit der 12 Stämme mit 144.000 Priestern, die auserwählt und versiegelt sind. Jeder Stamm soll 12.000 Mitglieder sammeln, damit sich am Ende der bereits im Himmel erfüllte Zustand auch auf Erden verwirklichen könne. Die Erfüllung der Offenbarung beginnt nach dem Selbstverständnis von Shincheonji in Korea, dem Licht aus dem Osten. Also diesem Land wird eine ganz besondere Bedeutung im Heilsplan Gottes zugebilligt. Die Mitglieder, die sich bereits als Teil der Erfüllung der Offenbarung sehen, dürfen dabei nicht mehr zur Welt gehören, die als satanisch abgewertet wird. Die Polarität zwischen der wahren Lehre in Shincheonji einerseits und den abgefallenen, ja satanisch bezeichneten Kirchen andererseits ist wesentlich für das heilsgeschichtliche Selbstverständnis von Shincheonji und begründet ihren ausgeprägten Dualismus. Dualismus bedeutet, dass es ein ausgeprägtes Schwarz-Weiß-Denken gibt. Aber was heißt das für die Praxis? Wie missionieren die denn? Und ist das wirklich so was Besonderes? Ja, also diese Missionierungsstrategie von Shincheonji ist in Deutschland auf jeden Fall was ganz Besonderes und auch was, womit man noch nicht so richtig Erfahrungen hat. Denn so wie wir das bei der Geschichte von Anna vorhin gehört haben, verläuft die Missionierung Einzelner in der Regel auf der Straße oder in Geschäften oder im persönlichen Umfeld. Da kommen dann junge Mitglieder von Shincheonji und sprechen Menschen an und fragen zum Beispiel, ob man ein Referat für die Uni gemeinsam besprechen könne oder ob man mal auf ein Theaterstück gucken kann oder solche Geschichten. Das sind sozusagen so ein paar Appetithäppchen und Köder. Und nach einem persönlichen Kontakt wird man dann irgendwann, nachdem sich vielleicht auch eine Freundschaft gebildet hat, zu einem Bibelkurs eingeladen, über dessen Veranstalter oder Hintergründe man aber überhaupt nichts erfährt.
Und oft werden dann hier Namen und Räumlichkeiten gewechselt. Also die sind mal in irgendwelchen angemieteten Räumlichkeiten bei einer Jugendherberge oder haben mal einen Bibelkurs in einem Saalbau oder zum Beispiel in einer angemieteten kleinen Wohnung oder solche Geschichten. Recht schnell entwickelt sich dann eine ziemlich enge Dynamik und man besucht mit der Zeit ein ganz schön zeitintensives und verbindliches dreistufiges Kurssystem. In den Zeiten von Corona fragt man sich vielleicht, wie das mit der Missionierung funktioniert, weil da kann man ja auf der Straße eher weniger die Leute ansprechen. Und da haben die sich vor allen Dingen auf die digitale Missionierung, vor allen Dingen auf sogenannten sozialen Medien, also Instagram, Snapchat und so weiter spezialisiert, aber auch auf sogenannten Dating-Plattformen. Also bei Himmlisch Plaudern zum Beispiel oder bei Bumble sind die relativ aktiv und versuchen aber eben mit genau der gleichen Methode, eben nur digital, an ihre zukünftigen Mitglieder ranzukommen. Was meinst du damit, dass Namen und Räumlichkeiten gewechselt werden? Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen? Na klar kann ich das, aber dazu muss man direkt sagen, dass sich diese Namen immer und immer wieder ändern. Also für Hessen vor allen Dingen und besonders im Rhein-Main-Gebiet bekannt sind mir so Namen wie Frankfurter Friedensgemeinde oder Bible Center. Die nennen sich teilweise auch Open Bible Academy, International Peace Forum, Deutschland Zion Gemeinde oder International Bible Center. Also wirklich ganz unterschiedliche Fantasienamen. Okay, und das mit den Bibelkursen ist alles? Nein, das ist leider immer noch nicht alles, denn es gibt noch ein zweites missionarisches Standbein von Xinjiangji. Diese Neureligion lädt vor allen Dingen über diverse Fassadengruppen andere Religionen oder andere Konfessionen zu Gesprächen ein. Also die nennen es dann interreligiöse Gespräche oder interreligiöser Dialog. Der ist aber nur vorgeschoben und hier wird dann geworben mit Friedensdeklarationen, mit Jugendthemen oder mit Frauenthemen. Solche Aktionen dienen der Instrumentalisierung und der fotografisch dokumentierten Selbstdarstellung dieser Neureligion, die sich dann mit dem Kontakt zu seriösen Institutionen im Internet zum Beispiel schmückt. Auch hier wieder die Frage, wie heißen denn diese sogenannten Fassadenorganisationen? Naja, also die heißen zum Beispiel International Peace Youth Group oder International Women's Peace Group, manchmal auch bekannt unter Heavenly Culture World Peace and Restoration of Light, HWPL, oder World Alliance of Religious for Peace, WARP, oder zum Beispiel Declaration of Peace and Cessation of War, DPCW. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Wie steht's denn mit Xinjiangji und der Ökumene? Gibt's sowas wie einen runden Tisch mit den Evangelischen? Kann man gemeinsam über das sprechen, was man vielleicht anders sieht, was problematisch ist oder was man aneinander kritisiert? Ja, das ist wirklich eine gute Frage, denn wenn man das so hört, dann denkt man ja, meine Güte, was ist denn da jetzt so das Problem dran? Interreligiöser Dialog ist doch super, machen wir auch. Oder für Frieden setzen wir uns ein. Wir haben bestimmte Themen, die Frauen angehen und die Frauenrechte stärken zum Beispiel. Oder andere Geschichten, die ja Xinjiangji anscheinend auch auf seine Fahnen geschrieben hat. Aber das Ding ist, dass Xinjiangji das Ganze zum einen zu missionarischen Zwecken nutzt, ohne das Ganze transparent zu machen. Und zum anderen steht immer wieder der Vorwurf im Raum, dass sie diese Themen nur nutzen, um sich sozusagen einen seriösen Anschein zu geben und etwas ganz anderes dahinter steht. Und wenn man dann vor allen Dingen nochmal drauf guckt, dass Xinjiangji in seinen Lehrtexten und auch sonst in diversen Primärquellen alle anderen Kirchen und alle anderen Religionen als eigentlich satanisch betrachtet, dass ein Gespräch oder ökumenische Dialoge auf Augenhöhe als völlig unmöglich angesehen werden, dann sieht man, dass eigentlich das Ganze doch hochproblematisch ist. Eine große Herausforderung für Einzelpersonen, Einrichtungen und Kirchengemeinden stellt auf jeden Fall immer das Erkennen und Identifizieren von Xinjiangji-Gruppen dar. Denn man weiß ja überhaupt nicht, mit welcher Fassadenorganisation man es hier eigentlich zu tun hat. Fast immer treten sie ja mit dieser Fassadenorganisation und mit anderen Namen auf. Und sie wechseln ihre Versammlungsorte ständig. Das macht es auch so schwer, sie zu identifizieren. Es besteht vor allen Dingen die Gefahr der Unterwanderung von Gemeinden. In Korea ist es immer wieder ein riesengroßes Problem. Und diese Missionierungsstrategie wurde mit dem Slogan »Gemeinden sind unser Futter« von Man He Lee, also dem Gründer von Xinjiangji, selbst ausgerufen.
Und was heißt das jetzt für einzelne Menschen, die ungewollt mit Xinjiang-Ji oder solchen Bibelkursen in Kontakt gekommen sind? Ja, also ich kenne tatsächlich relativ wenige Neureligionen oder neureligiöse Gruppierungen, auch problematische religiöse Gruppierungen, bei denen der Beratungsbedarf so hoch ist und bei denen der Verlauf oftmals sehr, sehr dramatisch ist oder so dramatisch ist wie hier bei Xinjiang-Ji. Denn in der Regel ist die Mitgliedschaft bei Xinjiang-Ji nahezu immer begleitet von einem Abbruch bisheriger sozialer Beziehungen und Lebenszusammenhängen, zumindest einer enormen Veränderung in diesen familiären Kontexten. Da gehen Freundschaften kaputt, da gehen Beziehungen kaputt. Der seelsorgliche Beratungsbedarf in diesem familiären Umfeld, das kann man sich vorstellen, ist dann sehr, sehr hoch. Die Menschen sind ziemlich verzweifelt, die zu mir in die Beratung kommen. Mitglieder von Xinjiang-Ji, und das ist einer der Hauptgründe, haben ein ganz besonders ausgeprägtes dualistisches Welt-, Menschen- und Glaubensbild. Also sie teilen alles ein in Schwarz und Weiß, in errettet und nicht errettet. Und diejenigen, die dann eben kritisch sind oder auch sagen, hey, du hast dich irgendwie verändert, was ist das eigentlich, wo du da bist, kannst du da irgendwie mal transparent sein oder so, die werden in der Regel sofort eingeteilt als satanistisch versucht oder das ist der Teufel, der da versucht, dich vom wahren Glauben abzubringen. Es herrscht also ein richtig ausgeprägtes Exklusivitäts-, Missionierungs- und Sendungsbewusstsein und das, und das kann man sich ja vorstellen, erschwert das Gespräch enorm. Xinjiang-Ji, das haben wir vorhin schon gehört, hat diese ausgefeilte strategische Missionierungstaktik und die ist natürlich in unseren Breitengraden, sowohl im kirchlichen Umfeld, aber auch in anderen vereinsmäßigen Einrichtungen zum Beispiel oder in Gruppierungen, Gruppen in unseren Breitengraden bisher total unbekannt. Und da muss man eben präventiv tätig sein, muss darüber aufklären und einfach klar machen, worum es sich eigentlich handelt. Kannst du mir zum Schluss vielleicht noch ein paar Tipps geben, was man zum Beispiel ganz konkret Menschen raten könnte, deren Angehörige, also Kinder, Freunde oder Freundinnen bei Xinjiang-Ji mitmachen? Ja, also zunächst mal ist es total wichtig, überhaupt die Ruhe zu behalten und die Ruhe zu bewahren und nicht in Hektik oder in irgendwie totale Panik oder sowas zu verfallen. Und das muss man auf jeden Fall auch dazu sagen. Wir leben ja zum Glück in Deutschland in einem Land, in dem die Religionsfreiheit geschützt ist. Also jeder darf erstmal glauben, was er oder sie will. Wenn also jemand sagt, ich gehöre zu Xinjiang-Ji und ich glaube daran, was dort gelehrt wird, dann muss man das zunächst erstmal akzeptieren. Das Problem ist allerdings, und das ist ja hoffentlich deutlich geworden, dass es sich leider oft um ein System von Tarnung und Täuschung handelt. Also dass Menschen gar nicht wissen, worauf sie sich eigentlich einlassen, warum sie sich denn so schnell verändern und das Umfeld auch überhaupt nicht weiß oder dem Umfeld überhaupt nicht klar ist, warum sich eigentlich dieser geliebte Mensch jetzt gerade so verändert. Und da sind eben viele sehr unsicher und ich finde, da ist es erstmal wichtig, am Anfang ganz in Ruhe zu gucken, was ist es eigentlich für eine Religionsgemeinschaft, was steht eigentlich dahinter, was sind die Glaubenssätze und so weiter. Es ist also erstmal aus meiner Perspektive und aus der Beratungserfahrung ganz gut und wichtig, in aller Ruhe zu identifizieren, ob es sich überhaupt um Xinjiang-Ji-Anhänger oder Fassadenorganisationen handelt, mit denen man da in Kontakt gekommen ist. Und sollte dies dann der Fall sein, dann kann man versuchen, die Betroffenen und das Umfeld über die wahren Hintergründe aufzuklären. Also einfach mit Zeitungsartikeln, mit Hintergründen klarzumachen, worum es da eigentlich geht. Die Inanspruchnahme professioneller Begleitung und Beratung ist im Zusammenhang von Xinjiang-Ji aus meiner Perspektive sehr zu empfehlen und auch wichtig und hilfreich. Vielleicht gucken wir dann nochmal auf den Anfang und ich gebe das mal als Beispiel weiter, denn das hat die Anna vom Anfang ja auch gemacht. Sie hat sich nicht einschüchtern lassen und sie hat sich umfassend informiert und sich Hilfe geholt. Auch bei ihren Freunden und bei ihren Eltern und bei ihren Verwandten, vor allen Dingen ohne Scham, denn in so eine Gruppierung kann jeder irgendwie reingeraten, gerade mit so einem System von Tarnung oder Täuschung. Da braucht man sich wirklich überhaupt nicht zu schämen. Das war am Anfang eine Hürde, so nach dem Motto, oh Mann, wie kann mir das denn passieren, wie peinlich ist das denn? Aber das muss es einem wirklich nicht sein. In so ein System kann jeder und jeder reingeraten. Jedenfalls hat Anna den Absprung ganz gut geschafft und sie hat was ganz Wichtiges nach einigen Gesprächen und nach einiger Beratung wiederentdeckt, was ihr mit der Zeit in Xinjiang-Ji bei ihrem Glauben verloren gegangen ist. Und das ist die Freiheit.
Und ich finde ja eh, das muss ich zum Schluss einfach nochmal loswerden, dass die Freiheit eines der höchsten Dinge ist, die wir im Glauben haben. Also das sage ich natürlich irgendwie als evangelischer Christ, sozusagen als einer, der in den Fußstapfen Luthers steht, irgendwie der für die Freiheit gekämpft hat. Und das habe ich immer wieder in den Beratungsgesprächen gemerkt, dass das wirklich bei Xinjiang-Ji verloren gegangen ist. Die Freiheit, die ein so hohes Gut ist. Das war der Podcast Weltanschauung hören des Zentrums Ökumene zum Thema Xinjiang-Ji. Mehr Informationen gibt's auf der Homepage www.zentrum-ökumene.de unter dem Reiter Weltanschauungen. Diesem Podcast liegt das Buch Evangelische Orientierungen inmitten weltanschaulicher Vielfalt zugrunde. Autoren Andreas Hahn, Reinhard Hempelmann, Oliver Koch und Matthias Pöhlmann. Das Buch kann im Zentrum Ökumene bestellt werden oder steht auf der Homepage als Download zur Verfügung.